jetzt habe ich eine Projektleiterin und zwar von Wienzimmer. Genau. Ich kann mir darunter gar nichts vorstellen. Was ist das? Das Wienzimmer wird ein Grätzl-Zentrum, das wir in diesem Gebäude quasi gerade umbauen. Es ist ein ehemaliges Theater im Karl-Seitz-Hof, das jetzt gerade hergerichtet wird und wo wir die Räume öffnen für alle möglichen sozialen Initiativen, die Angebote machen, um die Bürger irgendwie wieder zu mobilisieren. Und gleichzeitig bringen wir die Angebote, die der FSW, der Fonds Soziales Wien, der Stadt Wien, eh schon hat, wieder näher zu den Leuten, indem wir irgendwie den Leuten zuhören, die gut kennenlernen und dann auch in Erfahrung bringen, was sie so bewegen, wo es Themen geben könnte und sie rechtzeitig, bevor es prekär wird, dann vernetzen mit den richtigen Stellen, wo die Stadt Wien Hilfe gibt. Also ich kann mir vorstellen, dass es ein sehr ehrgeiziges Projekt ist, vor allem wenn man die Räumlichkeiten kennt und die sind gar nicht so klein. Nein, das ist, wir haben zwei sehr, sehr große Räume, einen ehemaligen Theatersaal mit wirklich einem Tanzboden und einer Galerie auch drin und dann gibt es unten einen ganz, ganz großen Veranstaltungsraum auch noch, wo man theoretisch sogar ein Punkkonzert machen könnte, also es ist wirklich groß. Da wird wahrscheinlich auch eine Werkstatt mit reinkommen, wo man ein bisschen handwerken kann und Sachen selber auch lernt und sich befähigt fühlt, quasi Dinge wieder zu tun. Und einen kleinen Veranstaltungsraum haben wir auch noch, plus eben die Galerie und unser Büro kommt auch noch rein. Und Promente Wien, die heute auch hier sind beim Fest, die werden eine kleine Gastronomie drinnen betreiben. Genau. In Summe ist aber wichtig zu wissen, dass es ein konsumzwangfreier Raum ist. Also jeder, der kommt, kann auch sein eigenes Semmel mitbringen und seinen eigenen Kaffee. Das ist ganz praktisch. Genau. Ne? Das heißt, es ist Zielgruppe ist das die Bewohner des Seitzhofes oder auch die Umgebung? Auch die Umgebung. Wir haben jetzt für uns beschlossen, dass es zielgruppenoffen ist. Wirklich jeder, der kommen möchte, ist herzlich willkommen. Und wir hoffen aber, dass die Bewohner aus der Umgebung so viel da sind, dass die irgendwann zu Gastgebern werden, dass die quasi einfach auch das Projekt so gut kennen und für ihren Hof einfach die Leute von außen auch einladen und da willkommen heißen drin. Jetzt wollen wir natürlich nur wissen, ab wann kann man das in Anspruch nehmen? Momentan, das sieht man ein bisschen hinter mir, sind wir immer noch mit dem Umbau beschäftigt. Angepeilt ist, dass wir noch Ende dieses Jahres aufsperren in einem Soft-Opening und mit Jänner 2023 in den Vollbetrieb starten. Wunderbar, also unbedingt her schon dann. Genau, und es wird auch ein bisschen Kultur geben bei uns. Also wir werden versuchen, Soziales und Kultur gut miteinander zu vereinen und Floridsdorf aufzumischen. Heute ist Tag des Wohnens, vor allem gerade in Wien, wo Wohnen ja wesentliche Bedeutung spielt, besonders im sozialen Wohnbau. Und das feiern wir heute in mehreren Gemeindebauten und in mehreren anderen Wohnhausanlagen in Wien. Mhm. Wichtige Aufgabe für die Wohnpartner? Absolut, ja, wichtige Aufgabe. Heuer feiern wir das dritte Mal, glaube ich, ja, Tage des Wohnens. Und es ist ebenso einer unserer wichtigen Termine im Herbst jetzt. Ja. Und wir freuen uns wirklich, dass so viele Leute, Kinder, Jugendliche und Erwachsene da sind. Ja, und wenn man sich die Geschichte des Wiener Wohnbaus anschaut, des sozialen Wohnbaus aus dem Roten Wien, das ist schon eine Geschichte, die sehr viele Nationen angezogen hat und auch heute noch immer wieder kommen. Ne? Na absolut, genau. Es ist immer noch so, es ist in den, eben wie Sie schon gesagt haben, in den Anfängen, in den 20er Jahren so und jetzt ist es zum Glück immer noch so. Ja. Und das ist wirklich so ein ganz, ganz wesentlicher Teil von Wien, das Wohnen eben für verschiedene Leute die Zugänge ermöglicht. Man kann sagen, der Gemeindebau hat einen wesentlich besseren Namen, als wie er manchmal dargestellt wird. Also von dem bin ich auch überzeugt, abgesehen davon, dass viele Wohnungen wunderschön sind, sehr gut angelegt sind, sehr grün sind, damit sehr viel frische Luft durch die Grünanlagen und natürlich auch viel Licht in die Wohnungen kommt. Und das war, glaube ich, das Grundkonzept in den 20er Jahren. Und das zeigt sich auch heute noch, dass die Stadt Wien es versucht, auch nicht nur bei Gemeindebauten, sondern im sozialen Wohnbau grundsätzlich weiterzumachen, wie im Genossenschaftsbau oder wie auch immer. Wenn ich mir das anschaue, so ein grüner Hof, also das sieht man selten wo. Ne? Zumindest wahrscheinlich mehr in Gemeindebauten als im privaten Wohnbau. Wir schauen, dass die Leute zusammenkommen, miteinander sich kennenlernen, sich austauschen. Ja, und vielleicht entsteht was Neues, wie zum Beispiel die Mitarbeiterräte, die mittlerweile ein wesentlicher Bestandteil da im Karl-Seitz-Hof sind und sehr aktiv sind und sozusagen das weiter vermitteln, was wir eigentlich vermitteln wollen, nämlich zu schauen, dass die Leute zusammenkommen. Ja, wir sind jetzt da im Seitzhof, in Karl-Seitz-Hof, ein historisches Pflaster. Ja, und ihr seid da die Masterminds des Mitarbeiterrates, kann man das so sagen? Ja, wie es du jetzt nicht mehr tust. Ja. Ihr wisst, wie man Feste feiert, das ist ja wieder einmal ein Zeichen da. Ja, wir waren schon 8 Jahre die Festl. Ja, Flohmarkt, Weihnachtsfest und jetzt auch also so ein Kinderfest halt. Ja, und ja, es kommt immer gut an bei uns. Ja. Immer, ja, ja. Kann man sagen, dass das ein bisschen den Zusammenhalt unter den Bewohnern fördert? Ja, jetzt überhaupt nach 2 Jahren Pandemie, ja.
haben wir jetzt wieder angefangen mit unseren Mieterflohmärkten. Jetzt ist Veranstaltung von Wiener Wohnen, ja, also Wiener Gemeindebau. Und man ist jetzt froh, wenn die Leute wieder aus der Wohnung rausgehen, und das fördert einen Zusammenhang. Und viele, was sie momentan auch versteckt haben in der Wohnung durch die Pandemie, kommen jetzt langsam wieder aus der Wohnung raus. Jetzt wollen wir natürlich von euch wissen, was sind eure nächsten großen Feste? Ja, wir haben nächste Woche einen Flohmarkt, und dann haben wir im Oktober dann einen Flohmarkt, und dann haben wir im November unser großes Weihnachtsfest. Da schauen wir vorbei, weil das ist immer ein absoluter Hit bei euch. Ja, das würde ich stark hoffen, dass es wieder kommt. Dann sage ich recht herzlichen Dank. Okay, genau. Danke. Ja, danke. In Bezug auf Zusammenleben, glaube ich, gibt es nichts Besseres als solche Veranstaltungen im Gemeindebau, wo sehr viele Menschen zusammenleben. Vielleicht auch aus einer Bevölkerungsgruppe, die nicht überall jedes Wochenende überall hinfahren kann, sondern auch zu Hause verbringt und da zusammenkommt, um sich besser zu verstehen und besser zu vertragen. Weil wer miteinander sitzt und einen Kaffee trinkt oder was isst, der wird selten zum Streiten anfangen. Ja? Man ist auch eine wirklich große Grünanlage hier im Seitzhof, wie in vielen Gemeindebauten, ja, oder in den meisten Gemeindebauten im Floridsdorf. Und ich glaube, das können die Menschen da auch gut ausnützen. Ja, das können sie auf alle Fälle. Und ich glaube, dass nicht nur die historischen Gemeindebauten mit großen, großzügigen Grünflächen ausgestattet sind, sondern schaut man in die Großversiedlung zum Beispiel. Da ist 2/3 der Fläche grün, steht der Bevölkerung dort zur Verfügung, und auf 1/3 wohnen halt sehr viele Menschen, eher auf dichten Raum macht Sinn, weil die Freizeit verbringt man meistens im Freien und dazu braucht man Platz. Ja. Und wenn man sich so anschaut, wie beliebt oder bewundert der Wohnbau im Ausland wird, der Gemeindebau-Wohnbau in Wien, ich glaube, da wissen doch die Eigenheimischen gar nicht, wie wichtig der ist. Sie haben das jetzt vorweggenommen, ich will niemandem was unterstellen, aber ich glaube, wir sind es gewöhnt. Und hin und wieder tut es gut, einmal von außen auch einmal Feedback zu bekommen und aufmerksam gemacht zu werden, wie wichtig das ist und dass das in der Form woanders nicht gibt, so wie wir es haben. Ja, ich glaube 220.000 Wohnungen in Wien, die im Eigentum der Gemeinde sind, und noch geförderten Wohnbau, der ja auch relativ kostengünstig, natürlich steigen die Kosten, wenn die Preise steigen und wenn die Energiepreise steigen, enorm. Aber wir haben in erster Linie geförderten Wohnbau, dass man sich so halbwegs leisten kann und ein angenehmes Leben führen kann. Ja? Wenn man sich das Fest anschaut, es wird auch angenommen und die Leute fühlen sich scheinbar wohl. Ja, es ist bei jedem Fest hier so, auch bei den Mitarbeiterratsfesten, die organisieren, die sind immer so gut besucht und es ist immer so eine wirklich gute Grundstimmung, dass man gerne herkommt. Ja? Dann sage ich schon danke. Danke.